was ist Verantwortung für uns selber als Individuum, für unsere unmittelbare Umwelt, für unseren nationalen Kontext, aber auch, was ist unsere globale Verantwortung? Ich denke, man kann feststellen, dass es eine wachsende Aufmerksamkeit für Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland gibt. Die Aufgaben des Vereins sind Aktivitäten und Maßnahmen der gesundheitlichen Aufklärung, der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsförderung anzuregen, zu unterstützen, zu koordinieren oder selbst durchzuführen. Vor 110 Jahren werden wir nicht müde, heiße Gesundheitsförderungsdiskussionen anzuzetteln, und wir geben uns nicht mit dem Status quo oder der Bewegungslosigkeit zufrieden. Der Verein hat sich seit der Gründung sehr stark für Prävention und Gesundheitsförderung eingesetzt, engagiert und dabei insbesondere jene Menschen in den Blick genommen, deren Lebensverhältnisse verbesserungsfähig und deren Gesundheitsbewusstsein nicht so ausgeprägt ist. Wir haben einen Vorstand, der uns Handlungsfelder ermöglicht, die auch nach vorne gehen, die innovativ sind. Und wir haben ein Team, das auch weiterdenkt. Und ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir diesen Begriff der Verwirklichungschancen von Amartya Sen uns als Leitbild nehmen. Also zu gucken, dass Menschen die Möglichkeit kriegen, bestimmte Dinge zu tun und über die Freiheit verfügen, ein von ihnen mit Gründen für erstrebenswert gehaltenes Leben auch zu leben. Und dass man sie dabei unterstützt. Die Rahmenbedingungen zu gestalten, dass daraus gesundheitsförderliche Lebenswelten entstehen, war immer ein Anliegen des Vereins und ist es bis heute geblieben. Es müssen dafür gesundheitsgerechte Bedingungen und Strukturen geschaffen werden. Gesundheit soll Ziel und Bezugspunkt aller politischen Entscheidungen auf allen Ebenen sein, eben das, was mit Health in All Policies bezeichnet wird. Es ist ganz interessant, wie eine Begrifflichkeit, die ursprünglich ganz woanders auch in den Sozialwissenschaften verankert war und auch in den Naturwissenschaften, jetzt in die Gesundheitsdiskussion hineinkommt und gerade auf kommunaler Ebene sehr wichtig wird, nämlich die Frage der Resilienz. Das ist genau das, was in der Gesundheitspolitik von Hagen Kühn und Rolf Rosenburg als Darwinsches Gesetz der Prävention beschrieben worden ist. Das besagt nämlich, dass zur Erreichung eines Präventionsziels oftmals unterschiedliche Strategien konkurrieren. Es setzen sich dann sozusagen in der Konkurrenz dieser Präventionsstrategien, setzen sich dann meistens diejenigen durch, die am besten und deshalb Darwinsches Gesetz der Prävention an ihre gesellschaftliche Umwelt angepasst sind und die gewissermaßen der Gesellschaft den geringsten Veränderungsbedarf abfordern. Und da wir nach der Mittagspause sind, würde ich Sie jetzt zu einer kleinen Bewegungsübung nach Moritz Schreiber von 1855 eben ermutigen. Eigentlich müssten sich Verhaltens- und Verhältnisprävention miteinander verzahnen. Die Verhältnisse müssen auch so beschaffen werden, dass Gesundheit die bessere Wahl ist, dass also die Wahl für das gesunde Verhalten durch die Verhältnisse eben auch begünstigt wird. Dieser Slogan "Gesundheit ist eine politische Entscheidung" ist ja bewusst gewählt als Kontrapunkt, dass man es nur als individuelle Entscheidung sieht. Wenn wir also sagen, Gesundheit ist eine politische Entscheidung, dann obliegt es uns sozusagen nicht nur kritisch auf unsere Politiker zu sehen, sondern auch sehr kritisch auf uns selber und ob wir selber aktiv genug im politischen Feld sind, um die Politiker zu guten politischen Entscheidungen zu motivieren.